Hallihallo, Hallöle, willkommen beim Filmtagebuch, die Filmreihe, wo ich eben euch Filme vorstelle, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Dieses Mal gibt es was Besonderes. Es gibt nämlich fast ausschließlich nur Neuheiten oder Heimkinopremieren und die werde ich euch jetzt vorstellen und präsentieren. Außerdem gibt es zu fast jedem Teil ein Verlosungsexemplar, also das ist wirklich der Wahnsinn. Plus es gibt sogar ein 4K-Steelbook, was ich heute verlosen möchte. Welches das ist, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort, das erfahrt ihr jetzt im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Hallo Freunde des guten Geschmacks und willkommen heute beim Filmtagebuch. Ich stelle euch jetzt als allererstes direkt Catsick Blues vor. Das Schöne ist, hier hatten wir schon ein ausführliches, detailliertes Mediabook-Unboxing und wir können uns jetzt auf die Review konzentrieren. 2015 ungefähr ist Catsick Blues eben gedreht worden und erschaffen worden und es hat echt lange gedauert, bis er auf dem deutschsprachigen Markt released wurde. Das liegt zum einen natürlich daran, an dieser Jugendschutzgeschichte, habe ich euch ja schon beim Unboxing kurz erzählt. Also der Film und auch der Kurzfilm, auf denen das basiert, sind beide durch die FSK gerattert, so dass der Film eben eine Spiel-JK-Freigabe bekommen musste. Das liegt zum einen daran, dass der Film eben fast ausschließlich sexualisierte Gewalt gegen Frauen hat. Also es gibt eigentlich nur Frauen als Opfer und der Täter ist aber eben noch mit seinem kleinen Triebfetisch gut involviert. Also es ist tatsächlich sehr schwierig zwischendrin gewesen unter moralisch-ethischen Voraussetzungen den Film sich so anzugucken, so dass ich verstehen kann, warum die FSK gesagt hat, nö. Nö. Warum? Der Film ist jetzt trotzdem nicht so, dass er die Gewalt von vorne bis hinten nur glorifiziert. Es soll halt eben ein kleines Psychothriller-Horror-Drama sein. Also es gibt hier eben eine Hintergrundgeschichte und der arme Killer hat eben auch sein Paket zu tragen. Aber das Ganze ist schon sehr grafisch. Also wenn er jemanden tötet, dann tötet er die Person dann eben ordentlich. Das Ganze wird dann am Ende noch so ein bisschen zelebriert, dass er Trophäen mitnimmt. Und zusätzlich gibt es noch eine Vergewaltigung, die über die ganz trocken berichtet wird. Das Ganze wird hochgeladen und YouTuber reagieren dann auch noch darauf. Also so reactionmäßig sagen, uiuiui, die Alte wurde gerade gut weggemacht. Das ist schon übel. Aber da ist auch so ein bisschen das Problem beim Film. Also der Film hat schon eine gewisse Dramaturgie und auch eine Story, aber man merkt, dass es eben eine Indie-Produktion ist. Es ist alles nicht so ganz ausgereift und wirkt zwischendurch auch ein ganz bisschen zäh und langweilig. Zudem gibt es eine echt nicht so geile Synchro. Also sobald eine Synchronisation losgeht, hören teilweise auch die Hintergrundgeräusche auf. Das ist nicht so gut gemacht, bin ich ganz ehrlich. Trotzdem fand ich den Film auf jeden Fall gelungen. Ich hätte mir natürlich noch mehr Humor gewünscht. Ich finde, es ist sehr, sehr kalt und trocken teilweise inszeniert und gibt eher so unterschwelligen Humor. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Horrorfilm. Da braucht man jetzt nichts zum Lachen. Gibt es trotzdem genug, alleine auch vom Kostüm her. Effekte sind wirklich großartig. Also die sind nicht ohne, muss ich ganz klar sagen. Und ich finde, das ist ein Film, den kann man sich gut angucken, wenn man auf die Art von Film steht. Wenn ihr jetzt aber jemandem zum ersten Mal in eurem Leben einen Horrorfilm zeigen wollt, dann guckt nicht Catsick Blues. Also da macht ihr nur was mit falsch. Das wird euch dann nicht zusagen. Ihr müsst schon so ein bisschen wissen, wo eure Horrorvorlieben sind. Und wenn ihr sagt, ich bin in dem Arthouse-Horror-Indie-Bereich angesiedelt, weil es hat zwischendrin echt wirklich solche Arthouse-Momente, dann guckt ihn euch an. Ihr bekommt hier keinen Fun-Splatter. Das definitiv nicht. Ich für meinen Teil fand den Film okay, habe mich gut unterhalten gefühlt und würde dem 6 bis 7 von 10 Punkte geben. Ist für mich jetzt kein Meisterwerk, was hier sogar draufsteht. Unbestreitbar ein Horror-Meisterwerk. Definitiv nicht. Da würde ich ein Veto einlegen, aber trotzdem ein gutes Teil und der Vergleich zu Maniac passt auf jeden Fall. Nach wie vor, das Mediabook ist meiner Meinung nach nicht mehr allzu lange erhältlich. Hier gibt es nämlich, wie gesagt, den Kurzfilm mit drauf, welchen es nur auf dem Mediabook gibt und es ist limitiert auf 2000 Exemplare. Greift also zu, wenn ihr seht und ja, alles erzählt. Release war, ist ein nettes Teil. Dann habe ich eine PR-Disc zu dem Film Wanda bekommen. Ich wusste nicht so richtig, was mich bei Wanda erwartet und warum der Film Wanda heißt. Wanda ist der Name des Dorfes, in dem der Film zum größten Teil spielt. Es geht hier um zwei etwas ältere Männer. Der eine war ehemals Polizist, der andere, keine Ahnung, was der war. Die beiden haben zusammen einen Podcast und sind so Verschwörungstheoretiker. Die reden darüber, dass Menschen immer wieder verschwinden und man nicht genau weiß, wieso, weshalb, warum. Dann kommt eine Anruferin und sagt, meine Tochter ist auch verschwunden. Aaron Eckhart, der ehemals der Polizist war, begibt sich dann schließlich auf die Suche nach der Frau und möchte so ein bisschen detektivmäßig da umhersuchen. Er kommt dann schließlich auch in eine Verschwörung und es gibt den einen oder anderen sehr netten Plot-Twist in dem Film. Es ist ein netter Film, der mit der Psyche spielt. Man weiß nicht so richtig, was ist real, was ist nicht real. Wanda geht nur 93 Minuten. Ich fand das wirklich extrem krass, weil hier drinnen passiert wirklich viel. Es gibt viele Wendungen, es gibt eine packende Story, es gibt ein paar coole Action-Szenen und mir hat das wirklich Spaß gemacht, sich anzugucken. Ich habe den Film relativ spät erst gestartet, ich glaube um 11:30 oder so, fand das gar kein Problem, den im Einrutsch durchzugucken. Ich war komplett gefesselt und muss sagen,
Der Film ist wirklich gut. Gibt ein Wendecover, ist von Universal, ist jetzt ganz frisch rausgekommen und ihr bekommt die Chance, den Film euch anzugucken. Ich habe nämlich 2 Exemplare. Hey, was ihr dafür tun müsst, simpel, Hashtag Wanda und ihr seid mit dem Lostopf, dann könnt ihr den Film gewinnen. Das war's schon. Dann habe ich einen Film zugeschickt bekommen, auf den ich mich sehr gefreut habe, und zwar Jet Li's Fearless. Als erstes muss ich euch aber sagen, ich bin etwas enttäuscht darüber gewesen. Ich habe nämlich gedacht, ich bekomme ein normales Mediabook und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt und mitbekommen von der Dicke her, es ist kein normales Mediabook. Hier vorne haben wir auch keine Disc, es geht direkt mit dem Buchteil los, 20-seitiges Booklet, dann kommt die Disc. An sich eine super schöne Aufmachung und ich hätte die auch richtig gefeiert, wenn das irgendwie klarer kommuniziert gewesen wäre. Diverse Händler und Co. haben den Film am Anfang wirklich als Mediabook gelistet und ich war der Meinung, ich bekomme hier ein schönes, dickes Mediabook mit dem Film. Zum Film muss man dazu sagen, hier ist leider nur die Kinofassung drauf. Warum leider? Es gibt eben einen Director's Cut, der ist deutlich länger und auch deutlich detaillierter und auch tiefgründiger. Ich habe euch da mal den Schnittbericht unten verlinkt, könnt ihr euch sehr gerne angucken. Ich für meinen Teil muss aber sagen, mir hat die Kinofassung definitiv ausgereicht. Ich finde das nicht so schlimm. Allerdings kann ich natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, schade, warum gibt es jetzt hier nicht den Director's Cut? Ja, das ist immer so eine Lizenzsache. Just Bridge hat sich dazu auch mal geäußert. Finde ich ein sehr gutes Statement, habe ich euch auch mal eingeblendet. Jet Li's Fearless ist für mich jetzt keine Neusichtung gewesen. Ich hatte den Film damals schon auf DVD gesehen und wusste genau, was ich bekomme. Hier gibt es wirklich schöne, nette Fights. Es ist ja eigentlich eher ein monumentaler Geschichts-Epos-Drama. Wie beschreibt man das Ganze? Es geht ja tatsächlich um eine wahre Geschichte von einem Kämpfer, der eben Kampfsport auf ein neues Level gebracht hat und einiges revolutioniert hat. Wie gesagt, das Ganze ist mit guten, netten Fights unterlegt, ein bisschen Dramaturgie, die zwischendrin ein bisschen zu doll ist. Und ich muss aber auch sagen, für die FSK 12 geht es trotzdem ganz gut zur Sache. Eigentlich ist der Film nicht 100% rund, das merkt man auch. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja im Director's Cut dann erst, das ist die Kinofassung, da merkt man das auch, dass da vieles fehlt. Stimmt nicht so ganz. Ich finde auch den Director's Cut jetzt nicht so ganz ausgewogen. Auch da gibt es manche Szenen, die ein bisschen zu doll rüberkommen. Im Großen und Ganzen ist der Film auf jeden Fall ganz cool. Ich würde dem Film tatsächlich gute 7 von 10 Punkte geben. Es ist für mich kein Meisterwerk, aber es ist kein schlechter Film. Es ist, erwartet nur halt nicht, dass ihr einen reinen Action-Klopper bekommt, aber erwartet auch kein historisch korrektes Drama. Ist es auch meiner Meinung nach definitiv nicht. Die Veröffentlichung, wie gesagt, finde ich ein bisschen schwierig. Trotzdem ist Preis-Leistung auf jeden Fall in Ordnung. Es ist ein schönes Cover. Das Booklet ist toll und hinten drauf ist, dass der Infotext ist auch draufgeklebt, sodass man wirklich cleanes Artwork hat. Aber es ist halt dummerweise eben ein schmales Mediabook, was so nicht 100% klar kommuniziert wurde oder zumindest von den Händlern auch nicht so ganz übernommen wurde. Finde ich ein bisschen schwierig, finde ich ein bisschen schade und macht sich dementsprechend auch für mich zum Beispiel, der wirklich Verpackung sammelt, auch irgendwie ein bisschen schwieriger so im Regal. Geht trotzdem, aber ist nicht ganz rund. Muss ich sagen, das hat ein bisschen Fadenbeigeschmack. Trotzdem sonst schöne Veröffentlichung. Film ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Dürft ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Von dem Film, von der Veröffentlichung als solches und eben vom Artwork und von dem Director's Cut Kinofassung. Erzählt mir gerne, was ihr davon haltet und welche Fassung ihr auf jeden Fall besser findet. Embedded ist jetzt gerade frisch rausgekommen, ist ein MMA-Action-Drama, geht um einen erfolgreichen Kämpfer, der mich so ein bisschen an McGregor erinnert hat. Ich weiß auch nicht, ob der da wirklich Vorbild für war oder ob das nur Zufälle sind. Der Kämpfer hat einen Sohn und er selber scheint nicht der Vater des Jahres gewesen zu sein. Es gibt sogar Missbrauchs- und Gewaltvorwürfe gegen ihn im Raum. Das ist alles nicht ganz so einfach und der Sohn ist trotzdem irgendwie mit ihm dicke. Die trainieren zusammen, kämpfen ab und zu zusammen. Der Sohn begleitet ihn immer mit auf die Kämpfe und das ist alles ein bisschen, ja, man, es ist ein gestörtes Vater-Sohn-Verhältnis. Es kommt, wie es kommen soll bei so einem Drama. Ihr könnt es vielleicht erahnen, der Sohn kämpft auch, der Vater auch. Und irgendwann kommt der Kampf des Jahres, Vater gegen Sohn. Und da wendet sich auch so ein bisschen das Blatt. Es gibt die ein oder andere dramatische Wendung und tatsächlich gibt es natürlich, wie es so sein muss, sehr tränendrüsenartige Momente und einen sehr krassen Showdown am Ende. Der Film geht 117 Minuten, das ist auf jeden Fall in Ordnung, also hier wird einiges erzählt. Der Film geht nicht zu sehr in die Materie mit Vater-Sohn und auch nicht zu sehr in die Kampfsportmaterie. Das finde ich so ganz bisschen schade, weil ich hätte mir gerne auch mehr Fights gewünscht und auch bin ich der Meinung, dass mir die Kämpfe ein bisschen zu hektisch sind, also zu viele Schnitte. Man hätte da ab und zu gerne mal eine ruhige Kamera von oben wählen können und so ein bisschen was zu den Regeln und Co. erzählen können. Also für Neulinge ist das einfach nur ein typischer Kampffilm. Man weiß nicht so richtig, was man da bekommt. Aber das ist dann irgendwie auch das Schöne, weil den Film kann man sich angucken, wenn man auf ein Drama steht. Den Film kann man sich aber auch angucken, wenn man einen Kampffilm mag. Und den Film kann man sich aber auch einfach angucken, wenn man nicht weiß, was man gucken soll und sagt, ach, guck mal an, der ist von dem Drehbuchautor von American History X, dem gebe ich jetzt eine Chance. Im Großen und Ganzen macht der Film nichts verkehrt. Er macht jetzt aber auch nicht alles irgendwie richtig. Man kann sich den halt einfach angucken. Das ist kein Film, der für mich im Kopf bleiben wird. Dafür hat er mir irgendwie zu viel austauschbare Charaktere und auch tatsächlich zu wenig Inhalt. Trotzdem wurde ich gut unterhalten. Und das ist ja die Hauptsache. 7 von 10 Punkte würde ich dem geben, ohne Wenn und Aber.
Tendenz eher nach unten als nach oben. Ihr dürft euch auch hier gerne ein eigenes Bild machen, denn auch hier habe ich nämlich ein Exemplar übrig. Wie ihr sehen könnt, hat der Film auch ein Wendecover und ein bisschen Bonusmaterial ist auch mit dabei. Und ihr dürft dem Film gerne eine Chance geben. Dafür müsst ihr einfach nur Hashtag Embattled reinschreiben in die Kommentare und schon seid ihr im Lostopf. Auch hier achtet darauf, dass ihr mindestens 16 Jahre alt seid. Und ja, ihr dürft natürlich bei beiden Gewinnspielen bzw. bei allen drei Gewinnspielen mitmachen, denn es kommt ja gleich noch was. Und zwar gibt es eine 4K-Premiere von Lord of War im Mediabook und im... Und zwar gibt es eine 4K-Premiere von Lord of War im Mediabook und von Lord of War im Steelbook. Eine sehr schöne Veröffentlichung von Cape Light. Das Steelbook ist geprägt, sieht sehr schön aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Und natürlich ein Mediabook, wo wir ein sehr schönes, mattes Artwork haben mit einem Hochglanzeffekt auf dem Titel, sowohl auf der Front als auch am Spine. Ein leeres, cleanes Backcover und auch sonst, wie man es so kennt, ein 24-seitiges Booklet eingetackert. Einiges an Text und Infos mit drin, schöne Bilder. Eine wirklich, wie ich finde, großartige Veröffentlichung zu einem großartigen Film. Ich für meinen Teil kannte den Film noch nicht. Ich wusste auch nicht so richtig, um was es geht, außer dass es hier um einen Waffenhändler geht. Lord of War erzählt ja die Geschichte von einem Waffenhändler, der nach Amerika kommt und dort dann eben anfängt, mit den Waffen zu handeln und relativ schnell sehr groß wird und einer der wichtigsten und größten Waffenhändler wird. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen fiktional, basiert auf wahren Ereignissen, aber ist natürlich eine fiktionale Story, die mir ganz gut gefallen hat, denn es ist kein typischer Actionfilm, es ist kein typischer Thriller. Es ist einfach so eine Art von Film, die sich aufbaut und eine Geschichte erzählt und die wirklich gut. Und ich finde, Nicolas Cage passt ja auch sehr gut in die Rolle. Ich für meinen Teil war komplett gefesselt und gebe dem Film tatsächlich 9 von 10 Punkte. Es war für mich eine Erstsichtung, eine Blindsichtung. Ich wusste nicht genau, was ich erwartet habe und ich wurde wirklich, wirklich gut unterhalten. Und das finde ich großartig. Solche Erzählungen, solche Art von Filmen suche ich immer ganz gerne zwischendrin. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob ihr die Punkte nachvollziehen könnt oder ob ihr sagt, boah, das sind aber viel zu viele Punkte. Aber für mich ist es wirklich ein sehr, sehr guter Film gewesen. Wahrscheinlich wird er bei seiner Zweitsichtung nur noch 8 von 10 Punkte bekommen. Aber jetzt bei der Erstsichtung wirklich sofort die 9 von 10. Ihr habt es mitbekommen, am Anfang habe ich es erzählt, es gibt ein Steelbook, was ich verlose. Und das ist das Steelbook. Ihr könnt das gewinnen. Lord of War als 4K-Steelbook mit der Blu-ray drin. Das heißt, selbst wenn ihr noch keinen 4K-Player habt, könnt ihr den schon gucken und auch für die Zukunft habt ihr dann eure erste 4K vielleicht im Regal. Oder auch die, die einen 4K-Player eben haben, bekommen hier die optimale Disc. Da ist einiges an Bonus mit dabei. Der Film, wie gesagt, im 4K-Master. Und ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Was ihr dafür tun müsst, auch hier ganz einfach, Hashtag Lord of War und auch dann seid ihr im Lostopf. Ich bitte euch natürlich, wenn ihr den bekommen habt, dann schreibt mir auf jeden Fall, wie das Steelbook aussieht, auch von innen. Ich bin total gespannt, was da alles so drin steckt. Und freue mich, dass ihr eben die Möglichkeit habt, eben jetzt hier diese Veröffentlichung auch zu bekommen. Generell diese ganzen Preise zu bekommen, das sind diesmal einige. Viel Glück an alle Leute bei den Gewinnspielen. Ich drücke euch stark die Daumen. Schreibt mir gerne, was ihr zuletzt gesehen habt, wie ihr mit den Bewertungen übereinstimmt, auf welchen Film ihr euch am meisten freut, ob ihr was Gutes gesehen habt, ob ihr einen kleinen Geheimtipp für mich habt. Ich freue mich über eure Meinung, über eure Infos und vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Ciao mit V.